Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Ausländer von Rammstein in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zu diesem Release und zu der Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ausländer von Rammstein, das Ganze am vergangenen Freitag, den 31. Mai, erschienen. Wir haben hier eine Vinyl klassisch in Folie eingeschweißt. Als erstes werden wir mal die Folie abmachen. Am besten hier einstechen. So. Dann holen wir das Ganze mal aus der Folie. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier oben lesen wir in silberner Schrift Rammstein, darunter Ausländer. Und dann haben wir hier die sechs Herrschaften der Band. Links, mittig und rechts jeweils zwei davon um diesen Tisch versammelt. Und dahinter haben wir diverse Frauen eines afrikanischen Stammes, würde ich mal sagen. Also Ureinwohner Afrikas sehen wir hier. Dann haben wir hier auch noch Kinder abgebildet. Und es sieht sehr so nach Dschungel, Safari oder ja, Kolonialisierung aus. Als wären hier irgendwie die reichen Kolonialherren aus Europa angereist, um die armen Ureinwohner Afrikas zu unterwerfen und ihnen irgendwelche Sachen zu bringen und natürlich auch dafür Sachen zu nehmen, wie man ja auch in dem Video gesehen hat. Das Ganze ist die dritte Single-Auskopplung von Rammstein zu ihrem neuen Album Rammstein. Eine davon habe ich euch ja bereits vorgestellt. Die erste Single-Auskopplung war ja diese hier, Deutschland. Und was gleich mal auffällt, ist, dass das Ganze größentechnisch auseinandergeht, denn Deutschland war eine klassische 7-Inch Single-Vinyl und hier haben wir es mit einer 10-Inch Vinyl zu tun. Warum? Weil hier auch mehr drauf ist. Wir haben hier nämlich eine sogenannte Maxi und zwar haben wir hier drei Tracks drauf. Wir haben hier einmal Ausländer in der Albumversion auf der Seite A und dann haben wir auf der Seite B die zweite Single-Auskopplung, die aber nicht einzeln als Vinyl rausgekommen ist, sondern wirklich nur als Video ausgekoppelt wurde. Das ist in diesem Fall der Track Radio. Den gibt es hier einmal in der Albumversion und einmal in der Remix-Version von Two Colors. Jawohl, das sind die somit zweite und dritte Single-Auskopplung. Erste, wie gesagt, Deutschland. Angeblich, keine Garantie, aber meines Wissens nach werden insgesamt 5 Videos zu dem Album Ausländer, zu dem Album Rammstein ausgekoppelt. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine weiße Hülle, auch wieder eine Kartonhülle, so eine Papphülle. Ausländer lesen wir hier in silberner Schrift und darunter haben wir die gesamten Lyrics zu dem Track. Sehr schön, so war es damals ja auch schon bei Deutschland. Und dann auf der anderen Seite haben wir noch die gesamten Lyrics zum Track Radio. Jawohl, das ist schön. Dann schauen wir mal hinein, aber nein, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Dann werfen wir mal einen Blick in die Hülle, die geht dann wohl ja, oben auf. Wir haben hier oben die Öffnung und hier kriegen wir dann die Vinyl zu Gesicht. So, also wir haben hier einmal die B-Seite mit Radio in beiden Varianten, einmal Albumversion und einmal die Remix-Version. Und auf der Rückseite bzw. auf der Vorderseite, auf der A-Seite, haben wir dann den eigentlichen Track, und zwar Ausländer in der Albumversion. Das Ganze kommt in einer schwarzen Vinyl, also ganz klassisch gehalten. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Aber ich gehe mal davon aus. Nein, also auch hier bis auf die Vinyl nichts weiter zu sehen.
So, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Maxi-Vinyl befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl, die kommt in dieser Papphülle. Wie gesagt, A- und B-Seite, insgesamt 3 Tracks hier drauf. Ausländer und Radio in 2 Varianten. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition von Rammstein Ausländer. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Vinyl bzw. dem Release an sich? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rammstein unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.